Hallöchen, ich habe hier was gefunden, gestern oder vorgestern. Ein Netzteil. Modell, was weiß ich. Keine Ahnung, 5 Volt, 1 Ampere. Macht aber keinen Mucks. Hat einen Dings-USB-Anschluss. Hier, das sollte eigentlich leuchten. Kommt aber auch keine Spannung raus, nix. Ich habe das auch schon mal aufgemacht. Ich mache das Video gerade zum zweiten Mal. Es ist nicht viel drauf. Hier ist eine Sicherung. Das scheint eine Diode zu sein. Oh, ein Widerstand oder eine Spule. Ich weiß nicht, was da steht. Mal gucken. Kann ich nicht. Wir haben hier mit Heißkleber drin rumgepult. L1 ist eine Spule. Gucken, kann das die Kamera? Da steht L1, ist eine Spule. Zwei Kondensatoren hier, ein Trafo, zwei Kondensatoren hier, ein USB-Anschluss, LED, sag schnell, Optokoppler und ein Y-Kondensator. Von unten ist auch nicht sehr viel. Machen wir mal so. Das ist ein Gleichrichter. Können wir uns ja schon mal. Kann man ja schon erkennen. Plus, Minus und so weiter. Hier zwischen sitzt die Sicherung. Und die ist heil. Die habe ich gemessen. Die piept. Da habe ich einen Durchgang. Das ist ein N-Channel-MOSFET. Das scheint eine Diode zu sein. Und der Rest ist nur Krimskrams. Das hier weiß ich nicht genau. Ist auch nur eine Diode, wohl ein Transistor und kleines bisschen Krimskrams. Das war's. Er macht aber keinen Mucks, nix. Der hat keinen Kurzschluss. Wäre hier ein Kurzschluss, würde die Sicherung kommen. Den weiß ich nicht, keine Ahnung. Hier, das ist ein hässlicher Lötpunkt. Schon geguckt, es ist nicht viel drauf. Hier hinten. Es ist auch echt komisch mit der Ausgangsspannung. Die haben nur den Trafo hier und hier. Und der Minus geht einmal komplett rum, hier hinten rum, über den Y-Kondensator und dann Optokoppler wahrscheinlich. Ist dann hier noch mit Widerstandskrimskrams, wie auch immer, warum die das so machen, weiß ich nicht. Der zweite Minus, das ist die kleine Leitung hier hinten. Die geht hier hinten irgendwo hin, dass es hier rausgeht. Die Datenpins haben auch noch irgendwie Widerstand mit Spannung, keine Ahnung was. Ist echt komisch, wie die das gemacht haben. Die LED hat ein bisschen Saft. Ja, keine Ahnung, wie der die 5 Volt halten soll und 1 Ampere. Ich hätte es gern getestet, kann ich aber nicht. Macht keinen Mucks, gar nichts. Hier kommt nicht ein bisschen Spannung raus. Ich könnte noch den Trafo jetzt noch mal testen. Der hat hier aber 4 Anschlüsse. Mal gucken, wie ich das rauskriege. Hier müsste ja noch eine Hilfsspannung kommen. Denke ich mal. Die Spule hier hinten ist für die zwei 400 Volt Elbos. Der eine hängt direkt an den 325 Volt, die hier kommen. Und der zweite geht hier über die Spule dahin und da ist der andere Anschluss, der geht auch hier. Die liegen in dem Sinne parallel über eine Spule. Warum auch immer die das so gemacht haben, weiß ich nicht. Das sind 4,7 μ Elgos, 400 Volt. Ich weiß nicht, was hier dran kaputt sein könnte. Ich sehe nichts, was irgendwie verschmort wäre, nichts. Hier Verfärbung, das ist die eine Diode und das ist der MOSFET und die Diode. Halt hier die Diode und der MOSFET ist diese kleine Verfärbung und die Diode ist die Verfärbung. Mehr ist das nicht. Aber Sicherung ist heil. Kann ich jetzt mal machen. Kann ich nochmal piepsen, wenn ich das ins Bild kriege. So, nun sind sie weg, nun kann ich weitermachen.
Da man hört es piepen. Sicherung liegt dazwischen und dazwischen. Man hört es, es piept. Dazwischen, dazwischen piept es nicht. Dazwischen, dazwischen dürfte es auch nicht piepen. Ja, das war ich gerade. Piept auch nicht. Mach das nochmal so. Also da und dazwischen. Piept auch nicht. Ich gehe mal auf Kondensator. 5,9, 6, irgendwas. ,7 Mikrofarad. Vielleicht sind die auch runter, weiß ich nicht. Ach so, habt ihr gar nicht gesehen. Hier, ich hatte jetzt den Elko einmal kurz. Er sagt jetzt hier 5, ein bisschen Mikrofarad. Trafo, Ausgang einmal gucken. Müsste ja was zeigen. 0. Trafo, Ausgang. Komplett 0. So, also der Trafoausgang hat einen kompletten Kurzschluss. 0,0,0. Und hier, da messe ich nichts, da messe ich nichts, da messe ich nichts. 0,5. Wie ist der? Das ist der eine. Wie gehen hier die Leiterbahnen? Das ist der und der. Also da und da. Sagt der Overload, ja, beim Durchgang. Und bin oben. 2 Megaohm. Oh, weiß ich nicht. Ich schätze mal, der Trafo ist kaputt. Kriege ich den jetzt auf die Schnelle ausgelötet? Ich habe keine Entlötpumpe jetzt gerade hier. Sind auch Drähte drüber. Ich versuche den mal auszulöten, den Trafo. Und würde mich gleich nochmal melden. So, ich zoome mal kurz drauf. Hier ist der Trafo. Da. Kamera. Da sind so Drähte rumgewickelt worden. Aber die sind, dieser umgewickelte Draht geht nur an den Pin. Der hier, der Pin, der verschwindet nach innen, der verschwindet nach innen, der verschwindet nach innen. Ich verstehe jetzt nicht, warum die das da rumgewickelt haben und da. Nur da angeklemmt haben. Hat doch gar keine Bewandtnis. Der kann doch gar keinen Strom fließen. Das ist. Der dritte Pin. Der geht hier irgendwo mit hin. Ich kann das nicht erkennen, wo dieser dritte Pin mit hingeht. Anscheinend geht, das ist der hier unten durch, hier irgendwo rum zu dem geht. Da kommt ja auch noch einer von unten raus. Da scheint noch einer von unten rauszukommen.
Doch, da kommt noch ein Draht mit raus. Da kommt noch ein Draht hoch. Und dann haben sie noch diese Schlaufe drum gewickelt. So. Jetzt zoome ich nochmal zurück. Vielleicht geht das auch so. Das wäre sekundär, da wo die Spannung rauskommt. Komplett null, sagt er. Ich gehe mal in Ohm. Null, null, null. Da ist gar kein Widerstandswert zum Messen. Und beim Primäreingang, einmal außen. 5,4. Nach dahin nix. Nach dahin nix. Die zwei mittleren. 005. Was dann? Also 005 Ohm. Scheint wohl das Feedback zu sein. Nach dahin nix. Aha. Also scheint da ein Kurzschluss zu sein. Ja, ein Kurzschluss. Knips mal das ab. Den da außen weg. Und jetzt habe ich keinen großen Seitenschneider, nur den kleinen. Ich mache den anderen hier. Ja. Der ist sowieso schon stumpf. Versuchen wir den mal auseinanderzunehmen. So. Weg damit. Eigentlich wollte ich den Trafo hier, wenn das Ding kaputt ist, benutzen und zurück umbauen, dass ich mit 5 Volt rein und 230 Volt rauskomme. Aber anscheinend ist das nicht machbar. So, dass ich den besser abwickeln kann, schneide ich hier mal alles Überflüssige weg. Auch das Beinchen kann weg. Das war der Sekundärkreis. Das ist ein dickeres Kabel. So. So. Weg damit. So, wo ist hier ein Anfang? Da. Also kompletten Kurzschluss auf der Sekundärseite. Das ist der Anfang der Sekundärseite. Ich versuche mal ein bisschen rein zu zoomen. Das ist der Anfang Sekundärseite. Und das Ende. Okay, die Sekundärseite hat. Wie viele Windungen sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, also 12 Windungen. Aber ich kann jetzt keinen Kurzschluss erkennen, aber das wird hier auf alle Fälle ein Kurzschluss sein. Das ist ja nur ein Stück Draht. Ein kurzes Stück Draht. Da war der doch heil. Egal, jetzt ist er kaputt. Egal, nur ist er kaputt.
Nur um es mal gemacht zu haben, mache ich das einfach mal. Ja, mal gucken, ob ich hier den Anfang kriege. Primärseitig. Fummeln wir den auch noch mal auseinander. Also isoliert ist er ja gut, muss ich ja schon sagen. Ja, da ist. So, Sekundärseite. Ja, schon eindeutig mehr. Das müssten die inneren Windungen sein. Von den zwei inneren Linien. Wieder mal ab. Ja. Das waren die innenliegende Wicklung. War aber auch nicht viel. Ist auch nur ein Stück Draht. Und dann kommt das Äußere. Oder habe ich das gerade abgerissen? Ah, ich habe es abgerissen. Ist doch noch ein bisschen mehr dran. Wie viel? Habt ihr noch viel? Nee, viel kam da jetzt nicht mehr. Und dann kommt die andere, ja, und dann liegt da die andere Wicklung drüber. Ja, ist nicht viel dran, aber sehe ich jetzt erst. Ist das jetzt Dreck, Flussmittel oder ist das Hitzeverfärbung? Ach, was weiß ich. So, ich wollte noch mal einmal kurz den Draht an sich noch mal, den Sekundärdraht, den Dings noch mal messen, ob da noch das jetzt wirklich komplett null ist. Warum isolier dich ab? Ist das jetzt abisoliert? Hier ist mein Finger. Da messe ich jetzt nichts. Ja, gesehen, das war ja komplett null. Ich glaube nicht, dass das komplett null sein dürfte. So, ich messe das jetzt noch mal. Er sagt auch null. Wo ist das Ding, wenn ich das jetzt aufwickel? Jetzt wickel ich das hier einfach mal auf den Kern drauf. Vielleicht hilft das was. Das ist jetzt hier direkt. Ist jetzt nicht schön, aber selten.
001. Fällt mir gerade ein, hätte ich auch früher machen können. Und jetzt testet er. Testing. 3, Mikrohenry. Okay, und ich jetzt hier teste den mal auf dem anderen. Nur 3. 0,2 Ohm. Na gut, das hätte ich auch vorher machen können. Ja, macht nichts, ist egal. Warum das Ding jetzt hier nicht will, also absolut nicht will, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da drin noch kaputt sein könnte. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Dings ist hier, der Optokoppler, ob der wirklich durch ist oder ob es hier irgendwie die Transistoren sind oder der MOSFET. Den MOSFET weiß ich nicht, wie ich den sonst messen könnte. Komm an. Einen Kurzschluss hat der nicht. Ich kann aber mal eine Sache probieren. Vielleicht doch der MOSFET. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so kaputt gebrutzelt habe, dass das da so schwarz ist. Nee, das glaube ich nicht. Oder ist das der Kleber? Haben sie den geklebt? Das hier hinten, das war gerade ich. So, das hier, aber dies hier. Das war ich nicht. Das glaube ich nicht, dass ich das eben war. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. So, er sagt, das ist ein MOSFET. Gucken wir mal, ob wir den gemessen bekommen. NE MOS 3,4 Pico RDS 4,5 Ohm passt. Er kriegt ihn gemessen. Der ist nicht kaputt. So, 1, 3, 1 ist Source. Was ist 1 und was ist 3? 1 ist Source. 3 ist drehen, 2 ist geht. Jetzt weiß ich aber nicht, wo hier auf diesem Tester geht ist. Also die Zahlen sind. 2 ist geht. So, das ist 2. Geht. Passt. Okay, 1, 2, 3. Nee. 1, 2, 3. Ja, ist gut. Aber MOSFET ist heil.
Haben wir das jetzt auch ausgeschlossen? Also der MOSFET ist es nicht. Also schätze ich mal, wo ist denn jetzt dieses Ding? Wo habe ich das jetzt hingehauen? Also schätze ich mal, dass hier wirklich entweder der oder der Optokoppler. Das ist das Einzige, was jetzt hier dran irgendwie noch kaputt gehen könnte. Weil viel Logik steckt hier echt nicht drauf. Kein Mucks, kein Blinken, kein nichts. Wenn das Ding jetzt hier hinten geblinkt hätte, die LED oder sowas, dann hätte ich eventuell eine Vermutung gehabt mit einem Kondensator oder Diode oder irgendwas, aber MOSFET ist heil. Die Dioden habe ich gemessen, sind okay. Die Dioden sind auch okay. Das Einzige, was wirklich sein kann, ist der oder der. So, der oder der. Ja. Es kam wirklich keine Spannung raus. Und ich wollte es jetzt nicht an der LED nur festmachen. Ich habe auch gemessen, also es kam keine Spannung raus. Tja, was ist jetzt da dran kaputt? Der Trafo war es jedenfalls nicht. Der MOSFET ist es nicht. Sicherung ist heil. So. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Video ist viel zu lang. Mal gucken, wie ich das Video zusammenschnippel. Tja, keine Ahnung. Na gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.